Tirpitz. Der große Bunker, der heute als Museum eingerichtet ist, ist nur einer von zwei Geschütztürmen. Die Türme wurden in der letzten Phase des Zweiten Weltkrieges gebaut. Durch die Bewachung des Zugangs zu Esbjerg sollte die Tirpitz-Stellung eine alliierte Landung abwehren. Die Hensdel-Batterie und die Tirpitz-Stellung sind die größten Küstenbatterien, die in Dänemark als Teil von Hitlers Atlantikwall errichtet wurden. Der Atlantikwall war Nazi-Deutschlands Verteidigung nach Westen. Er erstreckt sich von der französisch-spanischen Grenze im Süden bis zum Nordkap im Norden. Allein in Dänemark wurden etwa 8000 Betonbauten erbaut, darunter fast 2000 Bunker. Die Bunker wurden von so wenigen Menschen wie möglich besetzt. Deshalb sind die Wände der beiden Geschütztürme 3 Meter dick. Die zwei großen Bunker zwischen Blåvann und Hoop wurden vor Ende des Kriegs nicht fertig gebaut. Heute sind sie teilweise in Trümmern. Die Geschützrohre kamen nicht weiter als bis zum Guleer Bahnhof, eine kleine Ortschaft außerhalb Esbjergs. Sie waren für die Überquerung der Brücke über den Fluss Vadeå zu schwer und die Nazis kamen vor dem Kriegsende nicht dazu. Gekommen vor dem Kriegsende, die Brücke zu verstärken.